Siehst du das? Oh, das ist ein Schiff. Ein Wrack. Ja, dann wollen wir. Lol. Nee. Doch, ich würde dir kurz nachschauen. Nein, ich hab Angst. Du kannst oben bleiben, Schätzl. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Minecraft mit Bam Bam zusammen. Und dem Jack, ha? Wo wir frisch aufgewacht sind. La, 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 la. So ist meine voller Stimme immer morgen. Am Morgen bin ich ja noch ein Mann. Alter, am Morgen bin ich noch ein Mann. Hä, hey, wie schön sind diese Bäume gewachsen. Das und sieht da aus wie so ein Portal. Ja, voll. Zum Durchfliegen mit der Elytra. Pfui. Ja, pfui, oder Herst, geschießt, oder? Wir haben, ich hab 13 Leder dabei, Alter. 13? Ich hab 2 bekommen. Alter, ich hab so Glück wieder mal. Ich sollte Lotto spielen. Glück im Leben, Pech in der Liebe. Was? Oh, Lavasee. Ich hab einfach Glück in allem. Wie geil, ich liebe so random Lava. Oh, ein Schlitz! Alter, der ist ja richtig tief. Ein Schlitz, Schlatz, Schlotz. Schau dir das an. Alter. Crazy. Von da hat man es gar nicht gesehen, der geht noch viel tiefer rein, du. Pfui. Pfui, ihr Biscuit. Hirndl haben wir da. Alter, ist das eine schöne Fläche da. Mann, da könnte man so einen schönen Hafen bauen. Ja. Da baue ich Hamburg. Was? Nee, der stinkt nach Pisse. Alter. Wo wir alle Hamburger gedisst. Alles klar, ich war noch nie da. Aber ich wäre gern. Ah, ist das schön. Ich glaube, wir müssen hier übers Meer jetzt, oder? Das große, weite Meer begehen, Schatzel, Spatzel. Okay, let's go! Da hat jemand gegen den Wand gepisst. Oh, oh. Okay, yes. Warum laggt es, wenn ich aufs Meer schaue? Sollte es gerade dann nicht laggen? Vielleicht stell dich mal rein, wenn deine Füße nass sind, geht's besser. Okay. So, ich lasse die Crafting-Pox mal wieder da. So, was ist denn da hinten schon wieder? Wow. Schau mal da vorne. Nee. Ja, schau mal nur. Geradeaus. Sieht cool mit dem Sandstein. Ja, wohin? Ein Balkon. Einfach geradeaus jetzt. Schräg oder let's go. Blöcke? Nee, so. Okay. Ja, einfach so. Einfach soßen, schmusen, die Fische unter mir. Und jetzt fahren wir so 3 Folgen auf dem Meer einfach. Alter. Das Gute ist, wir könnten ja jetzt hier auch nachts fahren, ne? True. Weißt du, was das Schlimme wird, der Weg zurück? Ja. Nochmal nach Hause finden. Wir haben zur Notfall die Koordinaten aufgeschreibenski. Alter, wie ich in deinem Name-Tag die Spiegelung des Meeres wahrnehme nochmal. Schaut irgendwie geil aus. Oha. Oh, Insel. Oder hoffentlich Land. Land. Landkarten, Land. Na. Landkartenland. Da das ist wahrscheinlich gespannt. Wirklich nur eine Insel, oder? Fahr mal links rum. Alter, so eine Insel bauen wäre auch geil. Das ist Staffel 2, my Babe. Ich glaube, das wäre dann schon Staffel 3. Haha. Das ist wirklich smart. Nur eine Insel. Schon geil. Schon schön. Wirklich nur eine Insel, einfach so. Wir bräuchten aber Bäumesetzlinge dann mit. Sonst fangen wir gar einen nichts an. Einen Baumsetzling, das einen war's. Einen einzigen, yes. Und den esse ich dann auf beim Schlaf. Diesen Birkensetzling. Nimmst wieder mit ins raschel, Bett raschel, und raschelst raschel. Wieder. Ja, aufregend, geil. Einfach mal durchs übergroße Meer. Ja, oh, da unter uns ist ein Tempel oder so. Na nie. Zurück. Ich schaue die ganze Zeit nämlich nach unten ins Meer. Schau da, da ist irgendwas. Siehst du das? Oh, das ist ein Schiff. Ein Wrack. Ja, dann ach, wollen wir. Lol. Nee. Doch, ich würde dir kurz nachschauen. Nein, ich hab Angst. Du kannst oben bleiben, Schätzl. Schätzl, Spatzl, ich mach das. Es ist wirklich gefährlich, dass du nicht ertrinkst. Ich guck mal schnell, ob hier ein Loch vorhanden ist. Ja. Pretty duster, Eis. Also hier ist schon ein Eingang. Lass mal gerade schauen. Kiste? Wir müssen eine Tür mitnehmen. What? Also es hat nur so gelaggt, Alter. Ich konnte die Kiste einfach für 5 Sekunden nicht öffnen. Da war eine Schatzkarte drin, Schatzi. Schatzkarte! Oh! Die gönne ich mir. Hallo, lass mich hier rein. So. Schatzkarte und Papier. Oh, das ist sehr gut.
Gut, es gibt wahrscheinlich noch mehr Schätze, aber das reicht mir. Bevor wir hier zu lange rumhängen. Schatzkarte gefunden, hey! Nice! Na dann. Hey, da hinten schwebt bei mir ein Fisch in der Luft. What? Scheiße, warte, in welche Richtung müssen wir jetzt, Schatzi? Hier, von dem Schiff aus, einfach geradeaus dahin. So, ne? Ja, genau. Okay. Mhm. Good. Ja, da ist bei mir ein schwebender Lack. 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 Und ich hab, ich werde hier mal die Schatzkarte offen halten, weil vielleicht finden wir den Schatz zufälligerweise noch. Ja gut, aber wenn er voll weit unter Wasser ist, kriegen wir den ja nicht. Muss aber nicht sein. Der könnte immer noch weiter weg sein. Von der Insel auftauchen könnte. Da hinten ist irgendwas am Spiegeln. Können wir einen Punkt, mein weißer Punkt der Schatzkarte bewegt sich noch nicht. Wahrscheinlich ist es genau hinten auf der Insel. Dann. Immer noch nicht. Yes. Was ist denn da? Meinst du da links? Ja. Ja, es sieht sehr strange aus. Oh, das könnte jetzt aber so ein Unterwassertempel sein. Ja, das sieht aus wie so Lampen, ne? Genau. Aber da würde ich ehrlich gesagt gar nicht hin wollen. Nee, ich will da auch nicht hin. Das ist irgendwie noch zu schwer. Ah, der Punkt ist kleiner geworden. Okay, wir schwimmen also genau in falsche Richtung. Vielleicht beim Zurück, beim Nachhausekehren. Ja, vielleicht ist es da wirklich auf dieser Insel drauf. Voll. Das wäre geil. Das ist richtig Piraten-Style-mäßig auf der Insel, Alter. Schatz vergraben. Alter, hier kommt ja wirklich gar kein Land mehr. Die Meeresfolge. Erzähl mir doch was, Schatzelspatzel. Das Wasser ist dunkel und blau. Wow, das Wasser ist ganz schön creepy, denn da könnte ein Reaper aus Subnautica drin schwimmen. Oh mein Gott, don't. Eine lieblichere Story vielleicht. Da unten haben Tintenfische und Delfine ganz viel Liebe. Oh, wie süß. Tintenfische und Delfine, sowas. Da geht die Party ab. Wo sind denn hier Karotten? Hallo. Muss ich erst so einen Karottenbeschwörungstanz machen, oder was? Mitten im Meer. Imagine, ich mache jetzt so einen Tanz und es kommt so eine Karotte aus dem Himmel. Alter. Mitten im Meer. Wo ist denn jetzt eine Karotte? Na, wenn nicht, können wir auch mal, du kannst auch mal nach rechts oder so jetzt abdrehen. Ja, ich denke es mir auch. Und dann können wir nochmal rechts und... Ja, dann sind wir im Kreis gefahren. Genau. Ja, dann drehen wir ein Stückchen nach rechts. Ja. Okay. So schräg. Ich will mir nicht zu weit drehen. Oh Gott. Das war ein Stückchen weiter links. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Ich sehe keine Ecken. Ich spiele Minecraft und ich sehe keine Kanten. Das Shader ist so krass. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schräg oder gerade fahre. Jetzt fahren wir wieder schräger dazu. Da ist schon wieder so ein Tempel. What the hell? Gell. Ist jetzt gerade? Schatzi, gerade fährst du in theoretisch in jede Richtung. Ich will nicht schräg über Kanten fahren. Ich will gerade Blöcke entlang fahren. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ist doch egal. Ist nicht egal. Wieso? Ja, weil wir dann wieder irgendwo rauskommen. Ja, kommen wir doch sowieso, wenn wir übers Meer fahren. Nein, aber irgendwann sind wir dann, denken wir, jetzt müssen wir noch einmal nach rechts, dabei müssen wir noch zweimal nach rechts, dass wir wieder zu Hause sind und so. Da unten ist Lavastein. Ich will nur nicht meine Orientierung nicht verlieren. Ich habe schon eh keine Orientierung mehr. Ich weiß, dass wir noch mehr nach rechts müssen, nochmal 90 Grad und dann fahren wir zurück nach Hause. Ja, aber das ist ja für mich gerade die Überlegung gewesen, ob wir jetzt eben noch 90 Grad brauchen oder noch 180 Grad dann. Weil ich nicht einschätzen konnte, wie weit ich mich gedreht habe. Nee, du hast dich noch keine 90 Grad gedreht. Oh, da, am Boden sehen wir fahren schräg. Noch keine 90 Grad? Wir sind doch so hergekommen, ne? Nee, weiter nach rechts, so. So sind wir weggefahren? Nein, die 90 Grad jetzt so, ja. Das sind 45 Grad. Sind wir schräg gefahren, oder wie? Oh Gott, das macht mich fertig. Alter, fahren wir einfach der Sonne so entgegen. So problems I don't understand einfach. Why? Ja, weil ich auch so, ich orientiere mich da nicht in der Ausrichtung der Blöcke. Ich habe das immer so gemacht in Minecraft. Aber schau mal, wir haben Land. Mal, wie süß. Yes. Ein einziger grüner Baum und der Rest ist einfach voll ausgeschlossen. Das schwarze Baum in der Familie einfach. Deshalb steht er auch da auf der Insel. Das Land hat sich auch von ihm abgeschieden. Oh mein Gott, die hatten Streit, die Armen. Ey, schau, Platz für unser Boot. Alter, ich muss das hier reinsetzen. Das ist... Wah! Karte, hast du mich erschrocken, Alter. Karte, aus.
Ich muss das Boot hier einfach. Schau dir das an. Ist das ich nicht hoffe, geil? Hier ist einfach ein Dorf. Das Bootplätzchen. Yes. Ich markiere unser Boot mal. Ich wollte gerade sagen. Gut, wir müssen aber eh schlafen gehen. Es ist wieder Schlafenszeit. Okay. Ist das schön hier. Mit der Musik auch gerade. Na dann wünsche ich eine gute Nacht. Ich gute Nacht. Oh, und wir haben endlich Land gefunden. Woo. Schlafe, Mac. Jetzt, hier muss ein Dorf sein. Bitte, ich möchte doch nur... Alter, aber das Problem ist, hier kann auch ein Dorf ohne... Hallo? Ohne Karotten sein, ne? Das könnte sein. Alter. Okay, ach stimmt, Folge aus. Yes, bis zur nächsten Folge, meine Damen und Herren. Bis zur nächsten Folge. Bye-bye. Bye-bye, wo wir hoffentlich Karotten finden. Ah! Ja!